Ich habe den begründeten Verdacht, die Lotte Tobisch ist schon emanzipiert auf die Welt gekommen. Ich bin wirklich emanzipiert, aber was Männer anlangt, ja, also wenn, dann will ich einen Mann haben, einen Mann, der ein Mann ist und nicht irgendein Seichel, das sich wie ein Pudel hinter mir herführt. Bereits in jungen Jahren Mitglied des Burgtheaters und später Betriebsrätin des Hauses, dann die Organisation des Opernballs und das Engagement für Künstlerkollegen. Es ist ein facettenreiches Leben. Ich muss auch zur Ehre meiner Mutter und auch meines Vaters sagen, dass sie mir keine Steine in den Weg gelegt haben. Sie haben es nicht ernst genommen. Sie haben gesagt, ach was, nicht, ich war einmal sehr, erstens war ich jung und zweitens war ich hübsch. Und da haben sie gesagt, ach was, die geht weg wie die warmen Semmeln. Da braucht man sich, jetzt hat es den Spleen, jetzt will es, jetzt zum Theater lassen wir es halt. Und die Lotte Tobisch, das wissen Sie inzwischen wahrscheinlich besser als ich, hat dann so eine viel gefächerte Biografie, dass eben die Schauspielerei auch nur ein Teil davon ist. Eine dieser vielfältigen Begabungen ist es, intensive, intellektuell anregende Kontakte mit Geistesgrößen der Zeit zu unterhalten. Mit Bruno Kreisky besprach sie Belange des Kulturbetriebs spät nachts im Kanzleramt. Elias Canetti, Gregor von Rezzori gehörten zum engen Freundeskreis. Der Briefwechsel mit Theodor Adorno erscheint in Buchform. Und ich habe sehr viel Zeit verwendet zu lesen. Also anstatt in die Schule zu gehen, bis dann das Gymnasium war, bin ich im Türkschanspark gesessen und habe gelesen. Es ist immer interessant mit ihr. Sie ist so eine belesene Frau. Sie liest auch bis heute noch moderne Bücher. Unglaublich, wie viele Bücher sie gleichzeitig liest. Den Kaffee trinkt sie gerne, ganz Wienerin, im Kaffeehaus. Besonders gern in ihrem Stammcafé nahe der Oper. Viele Jahre war es Treffpunkt für ein wöchentliches Jour fix mit Schauspielkollegen. Und auch heute verabredet sie sich hier gerne mit ihrem inneren Kreis und Wegbegleitern. Obwohl sie so vielschichtig ist und so viele Dinge kann, weiß und sich mit so vielen Dingen beschäftigt, ist sie trotzdem sozusagen in der Öffentlichkeit als Opernball-Lady wirklich bekannt geworden. Ich habe es ernsthaft gemacht, weil alles, was ich mache, vor allem organisatorisch, mache ich ernsthaft. Aber ernst genommen habe ich den Opernball nie. Und Highlight, also der Opernball war überhaupt kein Highlight in meinem Leben. Ich habe es gern gemacht, habe mir Spaß gemacht. Aber das war es auch schon. Ah, es geht nichts über einen guten Kaffee.